Hallo Leute, mein Name ist OZST und willkommen zurück zu einer neuen Folge Factorio. Und Änderung vom Plan. Ich wollte ja eigentlich da die blauen Chips machen, aber wir wollen auch irgendwann richtig Atomstrom gehen und dafür brauchen wir Beton. Den normalen, glaube ich. Ja. Nicht den extravaganten. Dafür brauchen wir Eisenerz, Ziegelsteine und Wasser. Ziegelsteine legen hier. Eisenerz ist da unten. Und Wasser auch. Und ich denke, was wir hier machen, ist einfach mal sowas. Das ziehen wir auf diese Seite rüber. Gut, dann hier haben wir auch etwas Wasser. Eine Pumpe. Wo ist die hin hier? Wunderbar. Dann hier packen wir dann Ziegelsteine, Eisen drauf, Eisenerz drauf. Das holen wir von hier unten irgendwo. Machen wir das noch so. Und dann, wir werden nicht viel Beton brauchen. Drum denke ich, sollte das hier genügen. Aber wir machen hier mal die schnellen Greifer ran. Und irgendwo knabbern schon wieder die Aliens. Da drüben. Ja, wir sehen hier, die kommen von überall her. Stellen wir einfach mal ein paar Türme auf. Ja, so rum. Ja, da kommt er. Und kurzer Prozess. Gut, das heißt, wir produzieren Beton. Dann können wir vielleicht hier gleich auch noch Zentrifugen machen. Die hier.
brauchen wir Eisen. Und etwas Stahl. Und hier oben brauchen wir auch etwas Kupfer. Wir werden das einfach mal eine Kiste reinpacken. Und dann brauche ich auch ein paar rote Schallkreise. Hier unten. Ja, da hier unten habe ich mal aufgeräumt. Aber die kommen ja inzwischen an allen Ecken und Enden durch. So. Das heißt, wir müssen mal da runter etwas aufräumen, bevor wir uns wirklich da ums nächste Problem kümmern können. Oder nicht um das nächste Problem, um die blauen Schaltkreise. Gut, dann reparieren wir hier noch. Stellen auch hier noch einen Turm hin. Dann gehen wir noch beim Kupferfeld vorbei. Hier fehlen ein... Hoppla. Das war so nicht geplant. Und am besten auch nicht aufs Gleis stehen. Das könnte üble Folgen haben. Denn hier unten... Da haben sie uns auch ein paar Förderer weggeknabbert, die ich noch nicht ersetzen konnte. Hier haben wir aber auch etwas vorgesorgt. Ich denke, bevor ich die
blauen Schaltkreise mache, gehe ich da mal untenrum etwas aufräumen. Hier fehlt auch einer. Aber dafür brauche ich ein paar Türme. Dafür brauche ich vor allem Eisen und etwas Kupfer. Ja, Eisen. Zumindest Munition sollte ich genügend in der Tasche haben. Nun, wo soll ich anfangen? Hier drüben. Das ist auch ein großes Nest, das direkt am Rand steht. Und hier, da kommen sie. Hier drüben. Da. Das hat ja fast kein Ende. Auf der anderen Seite des Waldes. Sieht nicht so schlimm aus. Okay. Das waren die Würmer. Das waren die Nester. Gut, hier auf dieser Seite etwas aufgeräumt. Dann gehe ich, glaube ich, mal da hoch. Da etwas Ordnung zu schaffen. Und natürlich hier schon wieder ein zerstörtes Radar. Sich dieses Nest hier auch noch mitnehmen. Das waren ein paar zu viel. Scheint fast so, als drei Türme nicht mehr genügend wären.
Das ist ein fetter Wurm. Der braucht ein paar Mal. Da habe ich ihn fast. Ja, so geht das nicht. Vielleicht kümmere ich mich erstmal um die Nester. Okay, wieder eins erledigt. Der Wurm ist fast durch. Aber fast ist nicht ganz. Jetzt ist er doch. Jetzt haben wir ihn. Der Rest sollte einfacher sein. Wechseln Sie. Das zweite Nest da oben, das ist ein bisschen kleiner. Richtig. Okay, das sind die Nester. Das waren die Würmer. Das sollte nun zumindest aus dieser Richtung etwas Ruhe schaffen. Hier oben. Da kommen sie noch her. Und natürlich auch hier unten rum. Aber das soll uns zumindest dieses Mal nicht mehr beschäftigen, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge. Und ich hoffe, das nächste Mal schaffe ich es dann wirklich, mich um die blauen Schaltkreise zu kümmern.
Und ich will noch kurz mal bei der Betonproduktion vorbeischauen. Nicht wegen dem Beton, aber hier wegen. Haben wir eins drin und da fehlt uns noch einiges. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen nachlegen. Ja, das mache ich bis zur nächsten Folge. Also, bis dann. Tschüss.